An den anfallenden Arbeiten im Monat August kann man erkennen, wie unterschiedlich die Vorlieben der einzelnen Fahrer sind. Obwohl Stefan Jenny pflichtbewusst mit der Säkombination den Raps in den Boden bringt, freut er sich doch schon auf die bevorstehende Maisernte. Dagegen scheint sich Christian Bosshardt, der sonst vor allem im Büro anzutreffen ist, auf dem 828er Fendt richtig wohl zu fühlen und findet die Maisaison nicht so spannend. Auch er sät Raps aus. Ja, mache ich sehr gerne. Ja. Allgemein so Boden, nachdem ich sehe, was wächst. Hier hat er die 6 Meter breite Horsch Pronto im Einsatz. Er sieht in dieser Arbeitsbreite einige Vorteile. Auf 3 Meter aber gerechnet sind wir eigentlich leichter. Wir brauchen weniger PS, als wenn wir mit der 3 Meter Maschine fahren. Auch im Mulchsaatverfahren setzt man bei der Estermann AG auf 6 Meter Arbeitsbreite. Hier Werner Rüttimann ebenfalls bei der Rapsaat. Während wir hier bereits in den Arbeiten vom Monatsende sind, ergab sich zu Beginn des Augusts noch ein anderes Bild. Viele abgeerntete Getreidefelder in der Innerschweiz wollen bearbeitet und mit Grassaatmischungen versehen werden. In der Schweiz nennt man dies Öxteln. Die Thomas Estermann AG setzt hier auf Saatgut von Samen Steffen. Interessant auch zu beobachten, wie sich die Innerschweizer Demofelder von Samen Steffen in der diesjährigen Trockenperiode entwickelt haben. Bis jetzt bin ich sehr zufrieden. Wir konnten hier Ende Juli säen unter sehr trockenen Bedingungen. Der Bestand ist sehr gut aufgelaufen, wenn der leichte Unkrautdruck, der aber für die heurigen Verhältnisse relativ gering sind. Der wird jetzt weiter wachsen und anschließend einen übrigen Schnitt gemacht, dass wir die Restpflanzen von Raps, die noch innen rumwachsen, dass wir die auch noch beseitigen können. Für Samen Steffen sind nicht nur die Erträge, sondern auch die Qualität der Inhaltsstoffe von Bedeutung. Bei der Sortenwahl von so einer Steffenmischung ist neben Ausdauer und Ertrag die Inhaltsstoffe wie Verdaulichkeit der Futtergräser oder der tiefe Blausäuregehalt ist sehr entscheidend. Hier aktuell in dem Feld, wo wir stehen, tun wir die Steffen 3003, eine 3-jährige Kleegrasmischung überprüfen. Wir haben hier einen neuen Wiesenschwingel reingemischt. Der hat die Prüfung bei Agroscope bereits erfüllt. Wir werden ihn jetzt hier in diesem Feld aber in der Praxis testen. Ergebnisse und weiterreichende Informationen können unter www.samensteffen.ch eingesehen werden. Auch Düngen ist auf den abgeräumten Feldern ein Thema. Beim Ausbringen von Biogasjauche aus der nahegelegenen Anlage kommt Lukas Bucher erstmals zum Einsatz. Und Hand aufs Herz, auch ohne große Vorkenntnisse geht er hier schon souverän zur Sache. Auf alle Fälle bleiben Fass und Fahrer während den Filmaufnahmen ohne unvorhergesehene Güllespritzer restlos sauber. Tja, und so ästhetisch kann Jauche ausbringen aussehen. Auch für Maßnahmen zur Bodenverbesserung ist die Zeit jetzt günstig. Stefan Jenny macht einen Abstecher ins nahegelegene Kieswerk und lädt Flüssigkalk. Als wir vor 10 Jahren umgeschaut haben wegen dem Kalk, da sind wir auf den Kiwika-Kalk gekommen. Das ist von den zwei Kieswerken Eschenbach und Baubu. Der hat zwar in der ganzen Schweiz, aber bei uns in der Region haben wir von diesen zwei Kieswerken, wo sie waschen. Und das fällt regional an. Ist auch kein Importprodukt, was wir auch schätzen, als wir ein einheimisches Produkt bei den Bauern können aufs Land tun, als sie einen optimalen pH haben. Und das sollen wir ausbringen im Zusammenhang, in Zusammenarbeit mit anderen Lohnunternehmen in der Region. Bei den Kunden, die wir die Lohnarbeiten machen, die setzen vor allem den Kiwika-Kalk einsetzen, weil es ist ein Produkt in der Region, aus der Nähe, es ist nicht ein Importprodukt, es ist gute Qualität, konstant und es wirkt sehr gut, weil er sehr fein ist. Und da setzen wir in der Regel in der Fruchtfolge immer bei einer Kultur einsetzen, wo wir auch 3 bis 4 Jahre im Boden wieder das zurückgeben können, was die Witterung oder das Pflanzenwachstum entzogen hat. Tja, und so geht der Monat dem Ende zu. Übrigens werden nicht bloß die jungen Fahrer mit neuen Technologien konfrontiert. Auch der Altmeister Thomas Estermann verabschiedet sich dieses Jahr bei der Auftragsvergabe von seinen handgeschriebenen Notizzetteln und arbeitet ab sofort mit der neuen Betriebssoftware. Als ich das Programm das erste Mal gesehen habe, hatte ich nie gedacht, dass man 8 Monate später kein Papier mehr braucht, sondern alles nur noch durch elektronische Mitarbeiter die Arbeit, die Aufträge schicken und es macht richtig Freude.
Und was nebst der Freude auch noch ist, man hat eine Übersicht, die man vorher nie hatte. Es ist alles viel ruhiger, weniger Hektik, weniger Telefon. Wie lange hast du noch? Ich habe schon geschaut, der ist jetzt danach. Es ist einfach wirklich ein Schritt in die Zukunft. Macht extrem Freude.